Ja, alle sind versammelt hier vorne. Ich denke, ich spreche in unser aller Namen, wenn ich sage, dass wir, liebe Musikerinnen und Musiker, dass wir ihre tiefe Konzentration während der Darbietungen, ihr ausgezeichnetes Können und ihre Virtuosität sehr bewundern. Ihr habt uns eine Stunde lang große Freude bereitet. Vielen Dank dafür. We all enjoyed it very much. It's a short translation. Mr. Reichert, the director of the school, on behalf of the all participants, all the students, wants to thank you for all your mastery and virtuosity and wonderful presentation. And that was, I think, a great translation, right? Yeah. Great. So, thank you to all. And ich möchte also von unserer Seite natürlich euch bedanken. Ihr wart ein fantastisches Publikum. Das ist immer eine große Freude, hier zu sein, weil das ist eine einmalige Möglichkeit für unsere Studenten natürlich zu spielen für Gleichaltrigen. Es ist ganz andere Situation, als wenn die spielen in Vianden, wo es natürlich Publikum kommt von überall, aber es sind überwiegend Erwachsene und das ist etwas ganz Spezielles. Und jetzt sicherlich einige von euch habt irgendwelche Fragen und unsere Studenten werden sich freuen, diese Frage zu beantworten. Also wer ist am bravesten, also mutigsten? Bitte schießen Sie los. Irgendwelche Frage an den Studenten. Ich kann laut genug sprechen, wird schon. Kann man das letzte Stück auch mit zwei Händen, also einer Tastatur spielen? Nein, das ist the question was whether the last piece, the Schubert, is it possible to play just with two hands, not with the four hands? Ja, wenn Sie 20 Finger haben. Antwort. Das ist, wie Sie wohl wissen, gibt es bestimmte Stücke, die für Klavier, für normal, also für zwei Hände also komponiert sind und einige, die für vier Hände und einige auch für die zwei Klaviere. Und einige auch für sechs Hände. Wir haben einige Stücke aufgeführt, wo drei Pianisten waren an einer Tastatur haben die Stücke gespielt mit sechs Händen. Right. The question was, yes, so I had, so that this is a special composition, which special arrangement, which is for four hands. Unless one pianist has 10 fingers, you know, you can play probably alone. But otherwise, we need two pianists. Right, Megan? Right? Yeah, okay. Yes, good. Great. Right. Excellent. Any other questions? Andere Fragen, bitte? Seien Sie mutig. The question is how long you practice daily. Anybody? Zwei Stunden. Me too. Two hours. Theon. Me too, 2 hours. This is a Korean mafia. You kick off. Sometimes only half an hour, but sometimes 3 hours or 4 hours. Manchmal halbe Stunde, manchmal 3-4 Stunden. Megan? 1 to 2 hours. 1 to 2 hours. Okay, Marla? As much as I can. Verstanden, also so viel wie sie kann. Really? It depends. Yeah. It depends. Es hängt davon ab. What depends upon what? I'm tired or do I want to practice? Sie meint, wenn sie ist müde, dann übt sie. Wenn sie sich nicht müde, dann übt sie nie. Similarly depends. I can't
dancing more than 4 or 5 hours a day. I've gone to 6 and it's just not good. Right. Also Jessica, für 6 Stunden. Für Sänger, ihr sollt alles verstehen, Sänger ist, also hat Instrument in sich, drinnen. Das heißt, dass das Überzeit ist sehr begrenzt, weil es sonst die Stimme geht kaputt. Deswegen man muss ganz, ganz vorsichtig damit umgehen und mit viel, viel Verstand also üben. Next. Depends on my reads. If I have good reads, I can go 5 to 6 hours. If I have to work on reads, less. Das ist Reeds. Ihr weißt, was Reeds ist? Also die Holzbläser, die haben ein einzelner Reed. Es ist, was auf Deutsch? Reed, I don't know what is Reed auf Deutsch. Nein, nein, das Mundstück. Also die einige Holzbläser haben ein Mundstück, andere zwei. So, und der sagt, wenn er genügend Mundstücke haben, dann übt er mehr. Wenn nicht, dann er braucht also erstmal Mundstücke zu machen, also er übt. Dara? During the school year, usually not more than 2 hours, just because I have so much work to do. But during the weekends, I can go for longer. Ja, also während der Schulzeit, also überwiegend 2 Stunden maximal, weil sie hat keine Zeit, aber in den Ferien, also ein bisschen länger. Okay. Usually it's like 1 hour per day, but like in summer, maybe more than 3 hours or 2 hours. Mhm. Also täglich normalerweise eine Stunde und in der Sommerzeit ein bisschen mehr, in der Ferienzeit, also ein bisschen mehr. Jasper? During the weekdays, during the school, it's probably 1.5 hours, but on Saturdays and Sundays, it can go all the way up to 2.5 hours to 3. Ja, eine Stunde bis anderthalb täglich, am Wochenende ein bisschen länger. Ihr sollt natürlich verstehen, dass die sind noch nicht professionelle Musiker, die natürlich wesentlich mehr Zeit also brauchen, um in Form zu bleiben. Die haben Schule, die haben alle möglichen andere Aktivitäten und das ist unter einen Dach zu bringen, ist gar nicht einfach zeitlich und auch mentally. If school days around 45 minutes to an hour a day and weekends maybe more, depends on how lazy am I. Also täglich 45 Minuten, das ist gar nicht so viel. Also das ist also wirklich erstaunlich, dass er spielt so gut mit so wenig Übung. Aber gut, das ist Talent auch. Okay. It depends on how busy I am, but usually an hour a day in weekdays and on weekends up to 3 hours. Hängt davon ab, wie beschäftigt er ist. Also durchschnittlich 1 Stunde und am Wochenende vielleicht ein bisschen länger. Charlotte? 3 to 5. 3 bis 5. Minuten oder Stunden? Minutes or hours? Hours. Stunden. Das ist schon besser. And hey, last but not least. Sometimes my parents help me to decide how long, or sometimes I choose by myself, but most time I choose 45 minutes, or if I'm too busy, I maybe not practice or 10 minutes. Das ist ein Sonderfall, dass die Eltern entscheiden für ihn, wie viel er übt. Wo sind die Eltern? Gratuliere. Congratulations. Und wenn er entscheidet, dann ist es vielleicht 45 Minuten, ein bisschen mehr, hängt davon ab, also wie viel Zeit er hat. Ist es befriedigend? Gut, nächste Frage dann. Next question, please. So how, noch einmal. How hard is it for the non-native German speakers to sing the songs in German? Okay, let's ask our singers, how hard was for you, Jessica, to learn the song in English? English is a Germanic-based language, so there are a lot of similar sounds, so
I'm sure they have more of a difficult time than I do with like unfamiliar sounds that they don't have in their language. Mm-hmm. But a lot of there's a lot of overlap between English and German, so I would say it's one of my favorite languages to sing in, mm-hmm. other than English. Okay, so it was not difficult. Compared to other languages. Ja, ich habe verstanden, das ist klar, dass das Deutsch hat mehr gemeinsam mit Deutsch als zum Beispiel Koreanisch. Also versucht ihr, das ein koreanisches Lied auf Koreanisch zu lernen und dann wird er besser wissen. Aber wir fragen unsere koreanischen Freunde, also wie hart war das? How difficult was for you to learn the song in German? It was pretty okay. Except for like boo and that kind of thing. Yeah. It was not difficult. It was fun. It was not schwierig. Huh? So, meaning and pronounce. The pronunciation. Yes, it's difficult. It was difficult. Yeah. Yeah. Weil Koreanisch, also koreanische Sprache hat mehrere, also Buchstaben, die sind nicht vorhanden, also in unserer Sprache, sei es Deutsch oder Englisch oder Französisch oder Italienisch. Und deswegen ist es genau umgekehrt. Also